Wert wirklich die Stiftung verfolgen, wirklich von der Geburt an. Und das ist bei vielen so Stiftungen so, dass man zuerst muss man suchen. Wir haben eine Linie, die ist zum Teil ist klar vom Stifter vorgegeben. Mit aber umgekehrt auch Möglichkeiten, Opportunitäten, die man daraus ausnutzen. Und wenn man die letzten 25 Jahre anschaut, haben sich natürlich die Handlungsfelder schon verdichtet. Und mit dem hat man eigentlich ein klares Profil gekriegt. Oder? Die Stiftung hat sich durch das Geschickte ausnutzen, nicht einfach nur von opportunistisch zu funktionieren, sondern auch Risiken zu nehmen, hat ein Profil gekriegt, wo jetzt eigentlich da steht in der Landschaft in der Schweiz, gerade in Bezug auf neue Start-up-Companies und Spin-offs und weiss, wie das heisst. Aber wo man kann zeigen, man hat hier eine Führungsrolle übernommen. Es hat natürlich vor 10, 20 Jahren noch nicht so eine Community gehabt von Pionieren, die von sich aus gesagt haben, wir müssen jetzt etwas machen. Und die Geber-Trüff-Stiftung war eine von diesen Pionierinnen, hat sich zusammen hier mit ein paar Gleichgesinnten und haben im Bereich Start-up-Förderung sehr früh schon Geld versprochen und haben erkannt, dass es eine private Initiative braucht, um das anzuschieben, damit man dann auch politische Rahmenbedingungen anpassen kann. Die Geber-Trüff-Stiftung ist natürlich ein Begriff und durch die verschiedenen Initiativen, die sie im Laufen haben, haben auch schon manche Parlamentarier eine Schnittstelle gehabt zu der Geber-Trüff-Stiftung. Und ich denke, es kann nicht genug Engagement geben von der Geber-Trüff-Stiftung in diesem Bereich, weil im Parlament sind wir am Schluss im Nationalrat 200 Leute und da werden die Themen beraten, die von den meisten als wichtig erachtet werden. Und da sind Start-up-Themen nicht an erster Stelle und da glaube ich, ist es eben wichtig, dass es viele Stiftungen wie die Geber-Trüff-Stiftung gibt, die auf die Themen aufmerksam machen, die zeigen, dass wir da noch Nachholbedarf haben, weil es ist eigentlich kein Thema, das ideologisch besetzt wird, es ist kein Links-Rechts-Thema, sondern wenn Politiker damit in Kontakt kommen, sind sie meistens sehr begeistert und wollen sich auch für Gründerinnen und Gründer einsetzen. Die Geber-Trüff-Stiftung war ja immer für mich eine sehr wichtige Kraft, wenn es darum ging, neue Themen frühzeitig anzugehen. Also auch eben mal ein Thema, das halt vielleicht nicht dazu führt, dass es erfolgreich ist, aber man greift es früh auf, man schaut, was ist dran, hat es Potenzial, hat es weniger Potenzial und wenn es Potenzial hat, ein bisschen helfen zu entwickeln. Die zwei Themen, die wir in unserem Vorhaben haben kombinieren konnten, ist eben der unternehmerische Ansatz, also was heisst das, oder? Entrepreneurship und gleichzeitig Innovationen, also das hätte auch ein bisschen innovative Geschäftsmodelle gebraucht. Und das Dritte war dann auch, gewesen, dass man hat gesagt die Geber-Trüff-Stiftung ist einfach jemand, der Anschub mal gibt. Oder? Also, man schaut, hat das Potenzial und man hat dann, wenn es dann zur Entwicklung kommt, schaut man, dass die Partnerschaften können aufgebaut werden können, die dann nachher übernommen können. Und ich glaube, das sind so die drei Elemente. Oder? Unternehmertum, Entrepreneurship, Innovation, Partnerschaften, reinpassen in ein Ökosystem. Die auf dem Klavier spielen, das macht die Stiftung aus meiner Sicht sehr toll. Was ich ganz besonders gut finde an der Strategie der Geber-Trüff-Stiftung, das ist der Fokus auf Jungunternehmen. Und zwar nicht in der ganz, ganz frühen Start-up-Phase und auch nicht in der Phase, wo sie schon ein sozusagen ökonomisches Modell haben, sondern in dieser Phase dazwischen. Wir versuchen genau das Gleiche im Bereich Education Technology zu machen und ich hoffe, dass wir in der Zukunft da auch mit der Geber-Trüff-Stiftung vermehrt zusammenarbeiten können. Fände ich toll. Well, Geber-Trüff-Stiftung really has entrepreneurship in their DNA. They were created by an entrepreneur and so you can feel that this really is in their activity at the heart of what they do. And it shows because they keep a thought leadership in bringing new programs, in building new solutions to make Switzerland stronger in the entrepreneurship field and making the community as well stronger. Geber-Trüff keeps renewing themselves like entrepreneurs do. They constantly look at the future but also build on the foundation. So they have a very entrepreneurial attitude to every new program and looking at the future with what can be improved and how can we get the next generation forward. And this is very strong. You can feel in their DNA and this is very strong in contributing to the Swiss ecosystem.
Als ich noch studiert habe, das ist etwa mehr als 40 Jahre her, dann war Unternehmertum noch kein Thema, an der ETH zum Beispiel. Und heute ist Unternehmertum für junge Leute ein wichtiger Weg. Der grösste Teil der jungen Leute sieht das als sehr spannende Option. Ich glaube, die GD Berufsstiftung hat einen extrem entscheidenden Beitrag geleistet zu dem. Seit 25 Jahren hat die GD Berufsstiftung diesen Bereich unterstützt mit verschiedenen Programmen, wo jungen Leuten die Möglichkeit gegeben haben, sich zu entwickeln und von der Idee zu einem Unternehmen zu kommen.